mir jetzt gerne einen grünen Smoothie machen. Ich habe damit wieder angefangen. Ich habe das in meiner veganen Zeit ziemlich viel gemacht. Und ja, ich vertrage ja Rohkost nicht so gut und deswegen ist die Methode des grünen Smoothies eigentlich eine sehr gute Sache, weil dadurch das grüne Blattgemüse, das sehr wichtig für uns ist, in feinste Partikel aufgelöst wird quasi. Also dadurch kann die Magensäure da viel besser angreifen und ist viel leichter verdaulich. Und ja, das musst du dir ungefähr so vorstellen, wie wenn du entweder eine ganze dicke Tablette in Wasser tust oder einen Zuckerwürfel oder halt das wirklich Zucker als Pulver in Wasser löst. Und das löst sich viel schneller auf. Und so in etwa geschieht es auch in unserem Magen. Also je kleiner und feiner unsere Nahrung ja, zerkleinert ist, am besten wirklich zu einem Brei, desto besser kann unsere Magensäure darin angreifen. Und ich hatte ja früher zumindest ziemlich Probleme mit zu wenig Magensäure und deswegen allerlei Probleme. Und ich merke, dass ich auf die Weise ja auch Rohkost viel besser vertrage. Ja, und dann habe ich auch das Problem, dass ich auch ja zu viel Zucker nicht vertrage. Also auch, ich kann mir jetzt nicht hier total viel Obst reinballern, weil ich sonst totale Blutzuckerschwankungen bekomme. Also ich bin eher so der Proteintyp. Und da muss ich halt sehr vorsichtig sein. Das Problem ist halt, hier, das ist jetzt aus meinem Garten, das ist so ein Divi oder so, und der ist schon auch, der Salat ist schon ziemlich alt, also sehr lang gewachsen, deswegen furchtbar bitter. Und ich tue auch viel hier so an, also Kräutern, ich habe hier so Minze und jetzt habe ich hier Himbeerblätter und Brennnesseln, hier so ein bisschen an Wildkräutern rein. Und das ist halt wirklich furchtbar bitter, deswegen ein bisschen was Süßes muss ich reinmachen. Und also ich vertrage Bananen sehr gut, weil die ein Fructose-Glucose-Verhältnis von 50-50 haben. Ansonsten gehen bei mir noch Kirschen sehr gut. Und mittlerweile gehen auch wieder ein bisschen ganz kleine Mengen Apfel. Also musst du für dich selbst austesten, was für dich geht. Und ja, was für dich überhaupt verträglich ist. Und dann hatte ich auch noch oft das Problem, also hatte ich früher das Problem, dass ich auf Oxalsäure sehr empfindlich reagiere. Deswegen sind so die klassischen grünen Smoothies mit Spinat gar nichts für mich. Und ja, gibt es auch verschiedene Tricks. Also man kann zum Beispiel noch ein Calcium- und Magnesiumpräparat hinzufügen in den Smoothie, um die Oxalsäure direkt zu binden, noch bevor sie in den Körper gelangen kann. Aber ich halte mich jetzt hier an sehr leicht verdauliches und ja, oder hier auch Gurke kann man reinmachen. Und ja, und ich will jetzt mal zeigen, was man alles so machen kann, um ja den Smoothie ein bisschen abzugraden und ihn zu einer vollwertigen Mahlzeit zu machen. Also für mich ist es sehr wichtig, dass ich in jeder Mahlzeit alle Makronährstoffe drin habe: Fett, Protein und Kohlenhydrate. Und ja, manche sagen, grünes Blattgemüse ist quasi so der vierte große Makronährstoff, den wir zu uns nehmen sollten, der eigentlich in jeder Mahlzeit dabei sein sollte, der ganz wichtig ist. Und ja, ich versuche dann eben, um meinen Blutzucker stabil zu halten, auch möglichst viel Fett hinzuzufügen. Also ich nehme dann vor allem hier Kokosmilch, also hier das sind so Sorten und Marken, die ohne Zusatzstoffe sind, oder Kokosöl oder hier MCT-Öl, also von Medium Chain Triglycerides. Und hier ist Avocadoöl. Also was wirklich sehr lecker ist, ist eine Avocado mit dem Smoothie. Also es gibt eine richtig tolle cremige Masse und ist sehr, sehr sättigend und sehr gesund. Aber mit Avocados, da muss ich halt sehr langsam machen noch. Also es geht ab und zu in den kleinen Mengen und nicht gerade an einem Tag wie heute, wo meine Mastzellen durch die Hitze schon mega empfindlich sind. Und deswegen halte ich mich dann erstmal an das Avocadoöl. Das ist eigentlich sehr gut verträglich bei Histaminproblematik. Ja, und dann tue ich mir also auch noch für zusätzliches Fett, und ich meine, es ist ja auch wichtig, dass man die ganzen Vitamine, hier die Vitamin K und die ganzen fettlöslichen Vitamine, Vitamin A, E, die kannst du eigentlich nur aufnehmen, wenn du auch Fett dabei hast. Und hier tue ich mir dann noch Eigelb von Bio-Eiern rein. Also das Eigelb ist sehr verträglich eigentlich bei Histamintoleranz. Und das Eiweiß nicht so, das Eiweiß hat auch nicht so viele Nährstoffe. Also das Eigelb ist auch sehr, sehr reich an den fettlöslichen Vitaminen A, D, E, K. Und das gibt auch nochmal so eine richtig schön satte, cremige Konsistenz. Da tue ich mir dann ein, zwei Eigelb noch mit rein. Roh, so bleiben alle Nährstoffe erhalten. Und also ich halt bewahre meine Eier auch
außerhalb des Kühlschranks auf und ich habe wirklich kein gutes Immunsystem und empfindlich werde down, aber ich habe noch nie irgendwie Probleme mit Salmonellen gehabt. So, und dann tue ich mir noch ein bisschen was für Protein rein. Also ich will es halt wirklich so nährstoffreich wie möglich machen, dass ich dann wirklich so ein richtig sättigendes Shake habe. Und dann habe ich hier Kollagen. Das ist jetzt hier mein Probepäckchen von der Paleo Convention von Prime Estate. Und da tue ich mir dann nochmal ein, zwei Teelöffel rein. Also Kollagen ist ganz wichtig für den Aufbau der Haut, für Schleimhäute, für Haare und Nägel, Zähne, Bindegewebe. Also das tust deinem Körper eine sehr gute Sache und das wirkt auch noch ein bisschen Blutzucker stabilisierend. Und die Aminosäure Glycin ist für ganz viele Dinge im Körper ganz wichtig, also sagen wir mal grob zur Entgiftung. Und dann tue ich mir noch, also hier habe ich dann zum Beispiel noch MSM-Pulver, das ist auch ganz wichtig zur Entgiftung, also Schwefelverbindungen und auch ganz wichtig für Schleimhäute, Haut, Nägel, Haare, ja. Und dann tue ich mir immer noch ein bisschen was von meinem Vitamin C-Pulver rein, gibt es in der Apotheke. Das gibt noch ein bisschen säuerliche Note und Vitamin C, das zerstört ja das Histamin im Blut. Also immer sehr gut histaminsenkend auch und einfach für das Immunsystem mega wichtig. Ja. Und dann tue ich mir auch noch Probiotika rein. Also die helfen auch direkt dann den Zucker aus der Banane schon ein bisschen abzubauen und auch das Ganze verträglicher zu machen. Also ich benutze hier zum Beispiel Parenteral Forte. Das ist sehr gut gegen Candida. Und dann hier so Prescript Acids. Das sind Bodenbakterien. Die sind histaminneutral. Also die tun mir sehr gut. Und was bei mir halt immer ging, war hier das Omniflora. Also das ist auch Histamin. Das sind histaminsenkende Stämme. Aber da ist auch wieder verschieden. Also musst du gucken, was für dich funktioniert. Aber ja, also die Probiotika haben wirklich Wunder für mich getan. Und vor allem für meine FODMAP-Intoleranz. Der Vorteil, wenn du die Probiotika mit in den Smoothie rein tust, ist auch noch, dass, also nach dem, was ich jetzt letztens gehört hatte von einem Experten, dass die Probiotika quasi aktiviert werden, dass die sich voll Wasser saugen und ja, wieder aufwachen und dadurch auch besser in der Lage sind, sich gegen die Magensäure und gegen die anderen Bakterien zu wehren und auch dann im Endeffekt sich besser anzusiedeln. Also das soll wohl einen riesen Unterschied machen, ob man die jetzt so als Kapsel schluckt oder ob du die ja, irgendwie eine Viertelstunde vorher irgendwie in Wasser auflöst oder ich tue sie halt in den Smoothie, das sollte ja die gleiche Wirkung haben. Und ich schmeiße sie auch einfach mit Kapsel rein. Also, oder wenn es eine Gelatine-Kapsel ist, aber wenn es so eine Methylcellulose-Kapsel ist, mache ich die ja teilweise auch auf, weil die hat meines Erachtens jetzt nicht so den großen Nährwert. Und dann, was auch noch super für den Darm ist, ist hier, habe ich mein Kilo Eglutamin. Also, das ist eigentlich hier für Sportler. Und das hat mir wirklich sehr geholfen beim Aufbau meiner Darmschleimhaut. Also, dass mein Darm sich wieder beruhigt und ich auch deutlich toleranter gegenüber vielen Lebensmitteln wieder werde und meine Histaminproblematik sich wirklich reduziert hat. Also, das L-Glutamin ist eine Aminosäure, die ist ja quasi Nährstoff für die Darmenterozyten, also die Schleimhautzellen, die den Darm auskleiden. Und das nehme ich eigentlich regelmäßig. Also, das ja, tut mir auch sehr gut. Ja. Und dann werde ich jetzt mal alles zusammenschmeißen und dann schön durchmixen. So, ich habe jetzt alles zusammengeschmissen. Mein grünes Blattgemüse, meine Banane, mein Proteinpulver, MSM, Eigelb, Öl. So, sieht jetzt ein bisschen wild aus. Aber Hauptsache, es schmeckt nachher. So. Dann füge ich jetzt noch ein bisschen Kokosmilch hinzu. Und dann kann es auch schon losgehen. Natürlich noch ein bisschen Wasser dazu zum Verdünnen. Also da kann man sich dann die Konsistenz aussuchen, die man am Ende haben will, ob man es dann eher löffeln will oder trinken will.
geworden ist. Ja, ein Ticken flüssiger könnte es vielleicht sogar noch sein. Aber die Farbe sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Ist eigentlich relativ neutral, also sehr cremig. Also eine ganz zart bittere Note, aber eigentlich, also vielleicht bin ich auch einfach jetzt inzwischen dran gewöhnt, aber ich finde es eigentlich sehr angenehm. Also eigentlich richtig schön satt und ja, halt soll ja auch eine vollwertige Mahlzeit sein. Ja, also hier bei den Smoothies kann im Endeffekt auch jeder so ausprobieren, was für ihn das Richtige ist, was für das, also das richtige Verhältnis von den ganzen Makronährstoffen, Proteinen und Fett und Kohlenhydrate. Und ja, ich finde halt, das grüne Blattgemüse ist eigentlich das Wichtigste. Also Obst, darauf kann man verzichten. Also Fructose ist eigentlich nicht wirklich gesund, das ist ziemlich belastend für die Leber. Und ja, und auf diese Weise können wir unseren Tagesbedarf eigentlich sehr gut stillen. Ja, also wenn du sehr große Probleme hast mit Blutzuckerschwankungen, also wenn du wirklich richtig Low Carb essen musst, dann ist auch sogar eine ganze Banane schon zu viel für dich. Also da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen. Also manche, die süßen dann auch echt mit Erythrit oder mit Xylit oder mit Stevia. Oder was noch weniger Zucker hat, ist zum Beispiel sind Sauerkirschen. Ja, oder manche, die Sachen machen dann einfach einen deftigen Smoothie. Also die tun dann schön hier Kräuter rein und ein bisschen Salz und machen den halt einfach ja, wie so eine richtige, ja, deftige Mahlzeit. Also schön würzig. Und ja, ich meine, probier einfach ein bisschen was aus. Und gut, wenn du jetzt mich nicht mit Wildkräutern auskennst, da ist natürlich ganz klar, also das gebietet der gesunde Menschenverstand, dass du da dich erstmal informierst und da dich erstmal die Sachen hältst, die du kennst. Aber was ich auch noch ganz gern reinmache oder auch beim Saften ist Löwenzahnwurzel. Das ist extrem bitter, aber soll sehr gut für die Leber sein. Und ja, was man auch noch machen könnte, wäre, dass du einfach ein bisschen Aktivkohle reinschmeißt. Das wirkt dann auch nochmal zusätzlich ja, toxinbindend im Darm. Oder du könntest auch Heilerde reinmachen oder ja, einfach alles, was irgendwie deinem Darm gut tut. Also ich würde jetzt auf keinen Fall da irgendwelche harschen Ballaststoffe reinmachen. Also wirklich ist. Und auch wenn du irgendwie merkst, dir wird übel oder so, fang echt langsam an und also dein Körper sagt dir schon, was geht. Und manchmal dauert es eine Weile, bis er sich an was gewöhnt. Aber hör nicht auf jemanden, der dir sagt, oh, das sind Entgiftungssymptome, sondern hör auf deinen Körper, mach langsam und wenn irgendwas nicht geht, dann geht's nicht. Und auch wenn ich dir irgendwas erzähle, wenn es nicht das Richtige für dich ist, dann ja, dann finde einfach deinen eigenen Weg. Das ist völlig in Ordnung. Okay, dann danke fürs Reinschauen und ja, noch einen schönen Sommer dir.